Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Underground Metal Battle. Und sieh mal einer, guck, wir haben einen neuen Contender, einen neuen Teilnehmer im Metal Battle. Und zwar den guten Tom, also den DVD Madness 2010. Er hat mich angeschrieben, er möchte gerne mitbattlen. Er ist zwar jetzt nicht so der Metalhead, aber er hört durchaus das ein oder andere härtere und kennt da vielleicht auch das ein oder andere. Und was er also noch nicht so wirklich bekannt ist, und da möchte er mich gerne battlen. Ja, das nehme ich natürlich gerne an und heiße dich hiermit herzlich willkommen. Reicht ja nicht, dass du jetzt schon die ganzen Mystery-Unboxings bekommst. Jetzt musst du auch noch hier mitmachen, ne? Hier, ne? Aufmerksamkeit und so, ne? Nein, Spaß. Nein, im Ernst. Ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt, was der gute Tom für mich bereithält. Und er hat ein fast 5 Minuten langes Video gedreht, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und dann gucken wir mal, worum es denn gehen wird. Auf 3, 2, 1, jetzt! Moment. Nee. So. Den Daumen. Den. Jetzt. Metal. Ja. Hallo! Ja! Was geht denn jetzt ab? Ein Metal Battle. Von mir? Ja. Ja, ich? Ja, hallo. Also mal hallo, Slade. Hallo. Du wunderst dich jetzt, warum? Bestimmt, warum ich beim Metal Battle mitmache. Ich muss dazu sagen, dass Metal eigentlich, also generell Metal, nicht wirklich meine Musikrichtung ist. Allerdings komme ich immer wieder mal ein bisschen in Berührung und die ein oder andere Band und Gruppe gefällt mir dann doch. Allerdings bin ich ein kompletter Noob, was Metal angeht. Ich kenne mich nicht wirklich aus. Ich kann die einzelnen Metal-Genres nicht auseinanderhalten. Ich bin eigentlich... Musikrichtung höre ich eigentlich ziemlich viel. So eine meiner liebsten Band ist übrigens Rammstein. Ich weiß, dass du mit Rammstein nicht viel anfangen kannst, aber ich finde Rammstein geil. Vor allen Dingen, weil sie sehr melodisch sind. So, also warum sollte ich Neuling in diesem Gebiet, der eigentlich gar nicht viel mit Metal an Hut hat, jetzt dich battlen mit Metal? Metal Battle. Übrigens geiles Wortspiel. Metal Battle. Nicht schlecht. Ja, denn ich habe auf der Arbeit zufälligerweise mit einem Kunden ein interessantes Gespräch gehabt. Denn der ist nämlich Mettler. Und er hat mir so ein bisschen über das Genre. Und da habe ich ihn gefragt, weil ich dein Format im Kopf hatte. Kennst du hier lokal irgendwelche unbekannten Bands, die vielleicht noch keiner kennt oder irgendwie? Und da hat er gesagt, ja, er kennt einige. Und deswegen habe ich gedacht, tue ich doch diese unbekannte Band vielleicht jetzt mal ein bisschen pushen. Okay. Ob sie es verdient hat, kann ich gar nicht so beurteilen. Sie kommen aus Darmstadt, das ist ganz in der Nähe von mir. Und die Band heißt Fanfire, Feenfire, F-E-N-Fire. Okay. I don't know. No. Nie gehört. Und ja, ich weiß, ich habe einige deiner Metal Battles gesehen. Ich weiß, dass du dieses Genre nicht magst und ich werde dich jetzt auch deswegen nicht betteln, um von dir eine negative Resonanz zu bekommen. Sie spielen Black Metal, aber ich glaube, das ist ein kleiner Unterschied. Sie spielen Melodic Black Metal. Okay. Und ich mag es ja melodisch. Und okay, von dem Gesang, ich habe mir das natürlich angehört, den Gesang, da kann man sich streiten, das ist schon ein bisschen... Aber dieses Lied jetzt speziell, was ich dich bettle, hat auch schon melodische Ansätze. Vor allen Dingen ein schönes, interessantes, schnelles Orgelspiel, was mir persönlich sehr gut gefällt. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte dich nicht damit ärgern, dass es Black Metal ist. Ich kenne halt keine andere Band, die jetzt unbekannt ist und die mir jetzt auch irgendwie gefallen hat und die aus meiner Gegend kommt. Und deswegen dachte ich, bettle ich dich doch mit Feenfire. Das Lied... heißt Grenzgänger und ich glaube, er singt auch auf Deutsch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann es nicht wirklich ausmachen. Ich habe auch mal die Seite Metal Archives aktiviert, die ich vorher gar nicht kannte, aber dank dir jetzt kennengelernt habe. Wie gesagt, die Band ist aus Darmstadt, das ist in Hessen. Die gibt es seit 1998, die Band. Und wie es aussieht, haben sie es in der Zeit geschafft, eine EP rauszubringen. Nee, zwei EPs, eine Split-CD, was immer das auch ist, und ein Full-Length-Album, ein richtiges Album mit dem Namen Rubicon von 2011. Und die sind auch noch aktiv.
Die Bandmitglieder haben interessante Namen, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar heißt der Gitarrenspieler Reistlin, die Vocals macht Darzak. Am Bass haben wir Mondragor, an den Drums ist Raziel, an den Gitarren ist der Gunhunter und an den Keyboards ist Ramirez. Ja, so, das war's jetzt eigentlich, ich sabbel schon viel zu lange. Wie gesagt, es ist Melodic Black Metal. Und ich will dich nicht ärgern, ich finde das Lied gut hörbar. Also für Black Metal ist es definitiv hörbar. Es geht mit 5 Minuten 40 vielleicht ein Tick zu lang, gebe ich zu. Aber die Band ist, wie gesagt, lokal, recht unbekannt. Und ich denke, die passt ganz gut in dieses Format. Also, Slain, ja. Viel Spaß mit Fanfire und dem Lied Grenzgänger. Du kannst mich natürlich gern zurückbetteln. Egal mit was. Also, ich kenne so gut wie gar nichts im Metal-Bereich. Deswegen, wenn ich zurück im Metal, was ich höre, ich habe gerade entdeckt, Sabaton habe ich entdeckt, ist ganz nett. Guar höre ich ganz gerne. Ach was? Und das war es im Metal-Bereich eigentlich auch schon. Sonst kenne ich eigentlich auch fast nichts. Klar, ich kenne ein paar Iron Maiden-Songs und so die großen Größen kenne ich so ein bisschen. Aber auch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Metallica, ist das Metal? Metallica mag ich nicht so. Oh, okay. Egal. Also, viel Spaß mit diesem Lied, was du hoffentlich noch nicht kennst. Und naja, das war's. Danke fürs Zusehen. Toodaloo. Ja, gut. Danke fürs Betteln, Tom. Ja, Black Metal war dann mal wieder klar. Nein, Spaß. Ja, mache ich dann. Ist okay. Und generell, jede Band, die unbekannt ist, verdient es, gebettelt zu werden, um eben ein bisschen bekannter zu werden. Wir sagen ja in den Battles eh nur unsere unqualifizierte Meinung. Und ich werde dich auf jeden Fall auch zurückbattlen. Und da ich ja jetzt ein bisschen kleinen Eindruck von dem habe, was du so hörst, obwohl es, also jetzt im Metal-Bereich, obwohl das ja nun wirklich sehr unterschiedlich ist, Gwar und Rammstein und Sabaton. Okay, das ist drei Richtungen gleich. Aber gut. werde ich auf jeden Fall was Passendes raussuchen. Glaub mir, ich finde bestimmt was dich interessieren könnte. Ja, und ich finde übrigens auch, ja, okay, ich mag jetzt Rammstein nicht unbedingt so hören. Damals fand ich die aber schon cool. Die ersten beiden Alben mochte ich durchaus, aber ich habe sie dann irgendwann tot gehört und irgendwann klang für mich dann irgendwie alles irgendwie immer gleich und das war dann einfach, das hat mich nicht mehr berührt. Deswegen habe ich es mir nicht mehr gekauft und das auch nicht mehr. Ist einfach so. Gut, ja, dann würde ich sagen, dann ja, widme ich mich jetzt diesem Lied und wir sehen uns etwas später wieder. Ich sehe auch gerade, das Akku ist gleich leer, deswegen werde ich euch erstmal jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen und das Akku auch laden und dann sage ich euch schon mal bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Und zwar mit meiner Meinung zu dem Song, den ich mir jetzt gerade dreimal angehört habe. Und zwar Fanfire oder wie immer sich das auch aussprechen mag. Ich denke mal, der Name ist eine Anspielung oder ein Wortmix aus Fenrir. Ja, und Feuer. Das Feuer, das Fenrir oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Fanfire aus Darmstadt, Hessen, gegründet 1998 und sind auch immer noch aktiv. Zwei EPs haben sie am Start und eine Split-CD mit Hagertür, mit der Band Hagertür, die auch Black Metal machen. Und das gibt es ja öfters im Black Metal-Bereich, dass sie dann zwei verschiedene Bands eine Split machen. Warum auch immer, wofür das nötig ist, weiß ich immer nicht genau, aber egal. Und es gibt halt eben ein Full-Length-Album oder so, wie sagt man, ein Album, richtig Studio-Album namens Rubicon und das entstand 2011. Man hat sich also 3 Jahre Zeit genommen seit Bandgründung, um zu proben und zu üben und hast nicht gesehen und dann halt eben dieses Album einzuspielen oder eben auch um zu touren, ich habe keine Ahnung. Ja, interessant über die Bandmembers, die der gute Tom ja schon alle genannt hat, ist vielleicht noch, dass der Drummer Raziel und der Gitarrist Reistlin oder wie der dann heißt, beide auch bei Hagertür waren, / sind, ich weiß es nicht mehr genau, also Hagertür ist, mit denen ist die Splitworld entstanden, weil eben auch eine Verbindung durch die Musiker besteht, schätze ich mal. Der Drummer Raziel war sogar bis 2001 auch bei der sehr bekannten Melodic Black Death Metal Band Mystic Circle. Und da war er halt eben ja, bis 2001 aktiv. Und auf diese Band, die kenne ich sogar, bin ich nämlich mal reingefallen. Das heißt, ich habe mir mal auf Verdacht eine CD von denen gekauft, weil das aussah wie Power Metal auf dem Cover. Ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß,
aber da war so ein Typ, der kämpft gerade irgendwie gegen den Drachen und diese Schrift ist auch nicht sehr Black Metal-like. Wenn ihr jetzt, ihr habt ja gerade zum Beispiel die Einbellung gesehen von dem Cover von dem Fanfire-Album. Und das ist eher ein typischer Black Metal-Schriftzug, der da zu sehen ist. Im Falle von Mystic Circle ist das eher Power Metal-Richtung, finde ich. So Blind Guardian-mäßig oder so. Ein bisschen auf altdeutsch gemachte Schrift, so ein bisschen. Egal. Auf jeden Fall bin ich halt eben voll drauf reingefallen und dann, ja, kreischte mir da was entgegen und dann habe ich die CD sofort wieder verscheuert. Fanfire mit dem Titel Grenzgänger habe ich nun also gehört. Aus dem Album Rubicon, das 2011 erschien und es ist auch, also Grenzgänger ist auch der Album-Opener. Das heißt, es ist der erste Song des Albums. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder so, ich habe sogar von irgendjemandem mal neulich in irgendeinem Video gehört, vor ein paar Monaten, er hört grundsätzlich niemals den ersten Song des Albums zuerst, sondern irgendwas anderes. Das kann ich nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Es gibt ja auch zum Beispiel Konzeptalben, die erzählen eine Geschichte. Wenn ich jetzt zum Beispiel, einfach ein random Beispiel, Gravedigger, Tunes of War höre, ja, die Geschichte von William Wallace, und ich fange an mit dem Song The Bruce, dann ist die, und ich habe die Geschichte nicht, ich kenne die Geschichte vielleicht noch nicht, dann werde ich verwirrt sein, wenn ich kreuz und quer durch den Garten die ganzen Songs höre, ne? Zum Beispiel, also ja, naja, gut, egal. Also, deswegen, ich persönlich bin einer von den Menschen, ein Album, ja, es ist zu viel gesagt, wenn ich jetzt sage, es steht und fällt mit dem Opener, ist falsch. Aber ein Opener, wenn es, abgesehen davon, dass der Opener ein Intro ist, also der erste Song auf dem Album, nach dem vielleicht vorhandenen Intro, falls ihr es prasseln hört draußen, aber ein riesen Unwetter wieder mal, ist für mich persönlich recht entscheidend, weil man, ich finde der erste Song auf einem Album, ja, der sollte den Hörer, der sich die CD nur einlegt, Play drückt, sich mit Kopfhörer zurücklehnt und das dann einfach genießen will, ja, der sollte einen für den Rest des Albums anfixen. Das sollte also so geil sein, dass er Spaß macht und Lust auf mehr. Er sollte aber auch nicht der geilste Song des Albums sein. Das gibt's auch bei einigen Scheiben. Ich habe viele Scheiben, wo der erste Song, wow, Alter, was für ein Burner, was kommt denn da noch? Und der Rest, plitscher. Habe ich auch schon bei einigen Alben gehabt. Dazu wird aber vom Kanal eh noch mehr folgen, denn ich werde demnächst ein neues Format starten. Obwohl, was heißt, so neu ist es eigentlich nicht. Ich habe es ja schon hier und da mal getan. Ich habe mal hier und da, wenn mir eine geschenkt wurde, eine CD reviewed. Wenn dann irgendeine Band auf mich zukommt, hier, wir sind recht unbekannt, wir schenken dir mal unsere CD, wenn du die auf deinem Kanal Track by Track reviewst und deine Meinung darüber sagst. Mein Doppelgänger, Hidden Intent, hatten wir auf meinem alten Kanal ja auch. Ne? Hat mir auch immer Spaß gemacht und bin ich auch immer gerne für offen. Wenn ihr also in irgendeiner Band seid und meint, eure Musik könnte mir gefallen, ne, dann könnt ihr mir gerne eure CD zukommen lassen und ich review das Ding dann. Allerdings solltet ihr wirklich in einem Stilbereich euch bewegen, den ich auch hören mag, sonst wird das kein positives Review. Und das will man ja vielleicht nicht, oder? Es sei denn, ihr wollt das. Gut. Und ich werde auch einige ältere Scheiben tatsächlich vielleicht auch mal den einen oder anderen Klassiker reviewen. Ich hatte auf meinem ganz alten Kanal ja auch schon mal Alice Cooper Trash reviewed, einfach mal. Ne, und sowas. Das habe ich wieder vor, das möchte ich wieder machen. Und ich weiß aber noch nicht wann. Vielleicht, es kann sein, dass es auch erst nächstes Jahr startet. Weil der Ursprungsgedanke dahinter war einfach, dass ich halt eben, ich mache ja immer die Jahresrankings und ich will halt eben auch die CDs aus den Jahresrankings jeweils einzeln bewerten. So, ich schweife völlig ab, wir kommen zum Song. Fanfire, Grenzgänger, der Albumopener des 2011 erschienenen Albums Rubicon. Geht los im Mid-Tempo-Bereich, ziemlich gute Produktion, der Sound ist satt und fett und druckvoll nach vorne, also das, jedenfalls dieses, ich habe jetzt nicht mehr Songs gehört, nur den einen, ist auf jeden Fall, also wenn die Qualität so, dass das ganze Album ist, ist das ein hochqualitativ produziertes Album, finde ich. Die Produktion ist richtig cool, kann ich nicht anders sagen. Ja, wie gesagt, Mid-Tempo, das Riff ist ein bisschen so thrashig, kann man fast schon sagen. Und es kommen halt eben die vom Tom auch erwähnten Orgeln dazu. Nun bin ich leider kein viele Doodle-Fan. Ja, auch im Power Metal vor allem nicht. Wenn es dann. Ich hab dann lieber ein schönes melodisches Riff oder Gitarrensolo im Ohr, was man, wo man auch so ein bisschen drauf mitschwimmen kann. Ja, statt über den Kopfsteinpflaster zu hubbeln, das ist nichts von meins. Aber gut. Gut, passt aber recht gut zur Atmosphäre. Es geht also interessant los, dieses Werk, sag ich mal. Dann verfällt der Song aber in Raserei, in diesen typischen Black Metal-Gekloppe. Ja, und dann kommen auch die deutschen und eher gegrollten Lyrics.
Das muss ich wiederum eigentlich, obwohl ich das beides ja nicht mag, aber in diesem Fall positiv hervorheben. Ich habe mich gefürchtet vor dieses typische Black Metal Gekreische, was klingt wie so eine Troma verseuchte Krähe, die gerade am Himmel entlang fliegt, ja. Und dann während des Scheißes mal Blitz getroffen wird oder so am Himmel, keine Ahnung, ja. Nein, es ist eher gegrowlt, es ist eher kraftvoll, aber trotzdem nicht meins. Ich mag halt keine extremen Gesänge, ist einfach so. Ausnahmen bestätigen die Regel, so Sachen wie Ace Storm, der ja auch tatsächlich mal ein bisschen heftiger ist, ne? Oder Unleash the Archers, wo es eher ein Nebenelement ist und ich eigentlich nur auf die Frau höre, die da singt. Aber gut. Wie gesagt, deutsche Lyrics. Ich habe diese Lyrics dann auch gelesen. Auf Metal Archives kann man das tun. Und wenn man sie mitliest, ja, dann versteht man es auch halbwegs, was da so abgeht. Also was da so gesungen wird. Obwohl ich den Text jetzt nicht so tiefgründig fand, um ehrlich zu sein. Aber gut. Also ich habe jetzt keine Aussage davon mitgenommen. Vielleicht bin ich aber einfach zu blöd dazu. So, hin und wieder werden dann in dieser ganzen Raserei durchaus mal der eine oder andere Mittempo-Part mit eingestreut. Also es wechselt manchmal ein bisschen das Tempo. Reißt es aber ehrlich gesagt für mich persönlich nicht wirklich raus. Bei Minute 3 hingegen kommt ein balladesker Part. Also so akustisch gehalten. Ich weiß nicht, ob es eine Bassgitarre oder eine richtige Gitarre ist, die da klampft. Keine Ahnung. Und ist halt eben noch so ein Keyboard-Teppich drunter. Ja, und ich dachte erst, oh Mensch, das ist gut, das ist eigentlich recht atmosphärisch. Es ist mittlerweile, wie ich weiß, auch, würde ich sagen, typisch für den melodischeren Black Metal. Ich habe da ja schon einiges hier in diesem Format reviewen müssen. Und also rein instrumental ist es ganz okay. Und ich habe jetzt auch echt gedacht, so, jetzt geht es bestimmt gleich wieder los. Und da kommt bestimmt ein richtig geiles Gitarrensolo. Und es geht dann auch wieder los. Es folgt ein epischer, schleppender Metal-Mid-Tempo-Part, allerdings ohne Gitarrensolo. Dazu setzt stattdessen dann wieder der Gesang ein und dann geht's wieder typisch weiter. Und dann kommt nochmal der, ich weiß nicht, was sollte das sein, der Refrain-Part, wo er immer wieder grölt da. Und ja, dann ist das Ding auch schon wieder zu Ende. So spart man sich in einem 5-Minuten-Lied ein Gitarrensolo. Schade, aber gut, vielleicht ist es bei Black Metal ja auch typisch oder so, ich weiß es nicht. Mir fehlt sowas dann irgendwie immer. Ich bin Gitarrensolo-Fan, ich mag das. So, vor allem, wenn das Gitarrensolo gut ist, nicht zu ausufern und nicht zu verdudelt, wie gesagt. Ich bin ein Gitarrengott! Naja, okay, gut. Also Fanfire mit Grenzgänger bekommt von mir gut gemeinte 4 von 10 Punkten aufgrund der Qualität. Und ich kann mir vorstellen, dass Fans des Genres das Ding auch richtig feiern werden. Ja. Und es hatte eine gewisse Struktur, dieser Song. Der Wechsel zwischen Raserei-Parts und mit Tempo-Refrain-Parts ist gut. Die Orgeln, die erwähnten, passen gut dazu und die Keyboards in dem ruhigen Akustikpart. Der ganze Akustikpart gefiel mir eigentlich recht gut. Und dann auch der Übergang in den härteren Part vom Akustikpart gefiel mir gut. Da jetzt noch ein Gitarrensolo, 30 Sekunden länger den Song und dann noch ein Gitarrensolo drin, wäre das Highlight des Songs gewesen. So ist es einfach nur, okay, unnötig fast. Oder, naja, gut, Abwechslung ist auf diese Weise ja in den Song geraten. Also, na gut. So, ja gut, das war dann meine Meinung zu Fanfire. Fan von dieser Band werde ich wahrscheinlich niemals werden. Wahrscheinlich ist gut. Wahrscheinlich ist gut, ja. So, also ich werde niemals Fan von überhaupt von diesem ganzen Genre. Das ist einfach so. Aber trotzdem werde ich ja immer wieder damit gebettelt. So, guter Tom, ich werde dir jetzt auch eine Band raussuchen. Ich habe auch schon eine Idee, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich damit schon gebettelt habe. Ich muss das erstmal hier an meine Liste gleich mal gucken, ein bisschen rumscrollen da hier in der Playliste. Oh, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich habe damit noch nicht gebettelt. Das müsste dir eigentlich gut gefallen, was ich da für dich am Start habe dann. Da bin ich auch sehr auf deine Meinung zu gespannt. Und das machen wir dann. Das mache ich gleich noch. Ich stelle mich dann gleich dahin und rede gleich noch ein bisschen Unsinn. Und dann sehen wir uns da vielleicht dann wieder. Und gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich und freue mich über die Teilnahme von Tom. Und sage bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und farewell.